So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. In der letzten Folge sind wir gestorben, das heißt, wir haben all unser Inventar liegen lassen. Nachdem ich jetzt einen Tag Pause gemacht habe und mir eine neue Tastatur gekauft habe, ihr wisst wieso, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Na, es fängt schon mal sehr, sehr schön an. Gleich mal das Bein gebrochen mit runterfallen. Ich glaube, ich mache nochmal einen Tag Pause, wenn es so weitergeht. Okay, wir holen uns jetzt zuerst mal unseren Rucksack wieder. Ah ja, ich wollte aber noch was Grundlegendes ändern. Und zwar, damit das Ganze nicht wieder vorkommt. Wir wurden von einem Hund überrascht. Und das Problem ist, dass man, wenn man von Hund gebissen wird, blutet. Ah, ich darf jetzt nicht mehr so runterfallen, wegen der Bandage. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn mich ein Hund erwischt, fange ich an zu bluten und wenn man eben nichts im Inventar hat, beziehungsweise gerade sein Inventar komplett abgelegt hat, hat man auch nichts, womit man sich verbinden kann. Also selbst wenn ich Pfeile gehabt hätte und den Hund getötet hätte, hätte ich wahrscheinlich es nicht mehr geschafft, in meine Basis zurückzulaufen. Der Weg ist zwar nicht so weit, aber wir haben immer noch keine Pfeile. Oh Mann. Na gut, was soll's, dann sterben halt notfalls nochmal, aber ich hole jetzt erstmal meinen Rucksack und fülle die Gläser auf, was ich eigentlich machen wollte. Und hoffen, dass der Hund nicht mehr da ist. Beziehungsweise, wenn, dann haue ich mir der Feuerwehr-Axt so lange drauf, bis er stirbt und wenn ich dazu 10 Stunden brauche. Dieses scheiß Vieh erwische ich noch. Da sehe ich einen normalen Zombie, der stört mich herzlich wenig. So, dank des gebrochenen Fußes geht natürlich auch die Ausdauer jetzt beim Laufen viel schneller runter. So, Vogelnester nehmen wir nach wie vor gerne mit. So, hier liegt mein Rucksack und ich sehe keinen Hund. Wobei, das letzte Mal habe ich ehrlich gesagt auch keinen Hund gesehen, sondern erst als er hinter mir stand und mich gebissen hat. Also hat das irgendwie wenig zu heißen. So, jetzt erfüllen wir erstmal unsere eigentliche Mission, und zwar Gläser auffüllen. Die haben wir hier. Ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert. Ja, das tut es. Ich habe es... Na? Die hacke ich ins Auge. Komm her. Keine Ausdauer mehr, aber dich kriege ich noch. Jetzt habe ich dich. Na gut, ich hätte auch das Messer nehmen können anstelle der Feuerwehraxt. Ich glaube, es wäre sogar schneller gegangen. Ein Mega-Ruckler. Und zwar, wo war ich? Genau. Ich habe das Spiel geupdatet auf die Version 16.2. Mir ist es nämlich irgendwie leider vollkommen entgangen, dass bereits Patches nachgeliefert worden sind. Beziehungsweise meine Spieleinstellung war leider so, dass er auf der Version 16 geblieben ist und nicht automatisch geupdatet hat. Da habe ich auch noch gleich wieder ein neues UI gebraucht, das sieht man jetzt auch. Jetzt sieht man die Zombie-Kills und die Tote, leider 1, dank des letzten Mals. Und sonst hat sich eigentlich wenig verändert am UI. Man sieht auch die verfügbaren Punkte, finde ich persönlich sehr gut, weil da denke ich irgendwie nie dran, dass ich noch Punkte habe. Wenn ich es jetzt eingeblendet sehe, denke ich zwar wahrscheinlich genauso wenig dran, aber zumindest wird es mir eingeblendet. Ist doch auch schon mal was. So, das mit dem gebrochenen Fuß nervt mich jetzt auch schon wieder. Eigentlich könnte ich gerade wieder aufhören. Aber naja. Gut, es ist jetzt nicht so sonderlich schlimm, dass ich gestorben bin. Ich hatte Spielstände, da bin ich innerhalb von einem Tag 5-mal gestorben, weil ich in irgendwelche Minen reingelaufen bin die ganze Zeit. Im zerstörten Biom beispielsweise. Aber grundsätzlich ist es extrem nervig zu sterben. Auch im wahren Leben. Da ganz besonders natürlich. Aber auch in Videospielen, ich sterbe unglaublich ungern. Es gibt auch, wenn man 5-mal stirbt, gibt es einen Erfolg meines Wissens nach.
Ich habe mich, glaube ich, für den Erfolg zwar extra umbringen lassen. Das hätte ich mir irgendwie dann auch sparen können. Aber nun gut. So, schauen wir mal, was wir davon noch nicht können. Die können wir aber alle. Aber wir legen jetzt erstmal wieder alles in unsere Kiste. Und kümmern uns da nachts drum. So, mittlerweile lohnt sich es dann natürlich auch zum Händler zu gehen, weil wir einige Pläne jetzt haben, die wir verkaufen können. So, das dauert. Dann nehmen wir mal eine Schmerztablette, dass ich hier Leben habe. Ja, das Problem ist, wenn man in dem Spiel stirbt, verliert man auch 10% an Ausdauer und 10% an Gesundheit. Wir haben zwar jetzt 94, weil wir 4 Wellness bzw. 4 Pluspunkte schon bekommen haben durch die Wellness. Aber trotzdem war es komplett unnötig. Und es regt mich nach wie vor auf. Ich bin mal gespannt, wie oft ich in dieser Folge ich reg mich auf sage, aber ich glaube, das kommt noch ein paar Mal vor, glaube ich. So, getrunken haben wir, Essen bräuchten wir auch etwas, haben aber eigentlich nichts mehr Verwertbares. Das heißt, ich bräuchte Fleisch ziemlich dringend. So, jetzt muss ich mich allerdings erstmal sortieren. Und zwar, wir haben das letzte Mal die Bibliothek gelootet. Aber ich glaube nicht. Doch, den zweiten Stock haben wir auch komplett gelootet. Das heißt, in der Bibliothek sind wir auch soweit durch. Dann machen wir doch gerade bei der Kirche weiter. So, solange wir Ausdauer haben, wieder auf den Baum. Was ich jetzt bräuchte, wäre ein Hirsch oder irgendwas Vergleichbares, um Fleisch zu bekommen. Denn ich habe zwar jetzt Mais angebaut mittlerweile, das Problem ist allerdings, das wird noch lange dauern, bis ich da Nahrung rauskriege. Und nur Eier kochen, ich weiß nicht, das ist eigentlich Verschwendung. Die würde ich lieber mit Fleisch benutzen. Okay, wir haben nach wie vor keine Pfeile. Ohne Pfeile macht das Ganze keinen Sinn, denn ich bin kein Nahkämpfer. Ich muss sagen, so ein bisschen verpeilt bin ich noch. Aber na gut, erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich werde wahrscheinlich auch dann gleich wieder mehr Aufnahmen machen. Sollte besser sein. So, Spitzen haben wir hier keine mehr. Hier noch 5, das reicht nicht mal ansatzweise. Dann stellen wir uns so erstmal wieder ein paar her. Gut, 300 müsste es nicht sein, aber 150 zumindest. Schauen wir mal, was wir noch an Federn haben, aber ich glaube, das war es auch so ziemlich. 47 hier. Und hier haben wir keine einzigste. Okay. Ah, genau, ich wollte mir eigentlich eine Armbrust bauen. Richtig, das Rezept haben wir gefunden. Jetzt ist es doch jedoch so, dass ich das dann eher heute Abend mache, weil ich mir noch Kleber und alles andere herstellen muss, damit ich mir überhaupt einen zusammenbauen kann. Aber ich würde sagen, wir haben 18:33 Uhr. Da loote ich lieber erst noch eine Runde. Und kümmere mich dann abends darum. Ah, der Zombie ist anscheinend gegangen. Dafür steht er jetzt da drüben einer. So, dann brechen wir einmal in die Kirche ein. Da ist einer. Na, in der Wand verstecken ist nicht. So, einer, das war's anscheinend schon. Ducktape nehmen wir gerne. So, leider haben wir in der letzten Folge zwar die Bibliothek gelootet, jedoch ist es so, dass ich das Pocketbike nicht gefunden habe. Und ich habe irgendwie bereits Angst, dass meine Befürchtung wahr wird, dass ich das zwar alles andere extrem schnell gefunden habe, beispielsweise 8 oder 9 Ranches, aber leider eben das Pocketbike wahrscheinlich ewig nicht finden werde. So, das kann man gleich essen. Noch ein Einkaufskorb, davon haben wir auch mittlerweile 10 Stück. Oh, das ist auch gut für die Nailgun. Haben wir noch ein bisschen Essen.
Was natürlich jetzt sinnvoll wäre, wäre ein Supermarkt. Beziehungsweise im Hochhaus selbst gibt es eine Küche. Aber jetzt schon ein Hochhaus looten. Ich weiß nicht, das wird nicht viel bringen. Da vorne ist ein Diner, wenn ich das richtig sehe. Da holen wir uns da ein bisschen Essen raus. Genau, das hier ist ein Pharmakonzern. Da gibt es auf den verschiedenen Stockwerken auch extrem viel zu looten. Und hier ist noch unser anderes Crack-A-Book mit drin. Wo ich die Hoffnung habe, dann wenigstens da das Minibike rauszuziehen. Vielleicht kurz was zur Folge selbst. Ich werde die Folgen jetzt wieder etwas länger machen, beziehungsweise ich habe die letzten Folgen habe ich abgestoppt, die Zeit. Na, reden und schießen ist immer schwierig. Als Mann ist man halt doch nicht so ganz multitaskingfähig. Die Folgen immer abgestoppt und zwar. Ne, das hört nur so aus. Auf 15 Minuten. Hat zwar trotzdem nicht ganz geklappt und manche sind länger geworden, aber ich werde es jetzt mehr oder weniger auf gut Glück machen und die Folgen so schneiden, wie ich denke. Das heißt, wahrscheinlich. Das hört sich an, wie wenn er hinter mir will. Wahrscheinlich das Ganze so machen, dass die Folgen einfach beispielsweise einen kompletten Tag, eine komplette Nachtfolge und so weiter gehen. Muss ich mal schauen, ich glaube, das entscheide ich mehr oder weniger spontan. Ich höre dich, sehe dich aber nicht. Irgendwo ist er. Er könnte mir schon mal die Tür aufmachen, wenn er freundlich ist. So, Bier haben wir mittlerweile genug. Das würde ich dann vielleicht nachts mal zum Farmen nutzen wollen. Na komm, mach doch die Tür auf. Treffer. Das sind sogar zwei. Okay. Na, auf den Stühlen laufen ist unfair. Der auch. Uah. Na toll, mal wieder durch den Kopf. Der auch. Mich würde ernsthaft mal interessieren, wo die Hitbox in diesem Spiel liegt. Meiner Meinung nach rechts oder links vom Kopf, aber nicht im Kopf. Oder es sind Zombies nur mit einem Auge und ich schieße jedes Mal exakt durch die eine Augenhöhle, wo kein Auge mehr drin ist. Und er geht einfach geradeaus durch. So, hier mal lauter Metallzeug, bisschen Essen wäre schön, vielleicht etwas, was mehr bringt als das. So, das zerlegen wir, das zerlegen wir, das zerlegen wir, das zerlegen wir auch. Alles, was wir nicht brauchen, das nehmen wir mit. Oh, eine Pistole würde ich auch noch mal gern finden, dann könnte ich schon mal ein bisschen Pistole schießen, um den Skill hochzukriegen. Weil das ist eigentlich später so, eigentlich so ab Tag 10, 12 meine Hauptwaffe, mit der ich durch die Gegend rennen möchte. Gut, Armbrust wäre natürlich auch schon mal was, allerdings nicht unbedingt nötig. Ah, da ist noch eins. Allerdings schon 21 Uhr. Da müssen wir mal schauen. Tassen stehen auch voll. Ja, was soll's. Wir machen so weit wie es geht und dann 22 Uhr laufen wir zurück. In der Hoffnung, nicht 5 Zombies hin uns herzuziehen. Hallo, jemand zu Hause? Ah, hier. Ich glaube, in der Version haben die das mit den Spawnen angepasst. Zumindest kommt es mir bereits jetzt so vor, dass nicht irgendjemand hinter mir spawnt die ganze Zeit. Einmal rein. Ich hab's heute wieder nicht mehr im Ziehen.
Zumindest treffe ich sie noch, wenn sie am Boden liegen. Das ist doch auch schon mal was wert. So, wir haben 37. Die Kühlschränke nehmen wir noch mit. Sind allerdings leer. Hier ist nur Metall drin. So, 46. Bier haben wir mehr als genug. Jetzt muss ich allerdings, wo ist mein Lager da hinten, die Beine in die Hand nehmen. Was mit gebrochenem Bein allerdings ein bisschen schwer ist. Ich glaube, die Scheiße braucht noch 3 Tage, bis es wieder verheilt ist. Ah gut, dann halt 3 Tage langsam durch die Gegend laufen. So, 59. Und 22 Uhr. So, ich glaube, die Folge haben wir relativ spät angefangen durch diesen bescheuerten Tod. Dann mache ich noch die Folge etwas in die Nacht hinein auf jeden Fall. So, das kann schon mal dahin. Erstmal hinter uns zu, falls doch eine Wanderhorde kommt. So, dann machen wir uns mal ansatzweise ans Sortieren. Unser ganzes verwertbares Zeug packen wir hier rein. Das gehört dazu, die zerlegen wir. Dann hier schmeißen wir das ganze Essenszeug rein. Halt die nicht. Gut, Kaffee werden wir eigentlich niemals brauchen, aber was soll's. Eine Händlerkiste wäre noch ganz sinnvoll, wenn wir uns eine machen. Dann nehmen wir aber so eine, das geht schneller. Halt. Die pflanzen uns hier hin. Da kommt das ganze Händlerzeug rein. Das können wir auch. Das können wir auch. Das auch. Das sowieso. Das auch. Hier haben wir unsere Klamotten. Das können wir auch zerlegen. Halt, du gehörst da nicht hin. Die Scheiße kommt auch wieder dazu. Und hier unsere Waffenkiste. Obwohl, du bleibst erstmal da drin. Du gehörst da nicht rein. So, dann machen wir uns mal ans Werk. Und zwar, wir haben uns in der letzten Folge auch eine Werkbank gebaut. Mit dieser Werkbank werden wir jetzt erstmal unser Zeug zusammenlegen. Das heißt, wir nehmen uns diese Hake. Die Schaufel lohnt doch, die Schaufel. Das und das. Und das und das und das. So. Schauen wir mal, wie weit das mal kommt. Da haben wir eine 218er voll. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Eine 53er. Na, eine Axt müsste ich mir aber bauen. Und die Schaufel. Eine 203er bereits. Auch gut. So, nur noch 8 Pfeile. Das macht aber nichts, denn wir haben trübes Wasser mittlerweile. Ah, und hier haben wir Essen. Sehr schön. Schauen wir mal, dass wir unsere Wellness, es gibt ja, 95 immerhin. Mal sehen, wann wir da wieder auf 100 kommen. Ich hoffe, dass es bis morgen eigentlich dann schon soweit ist. So, 96, sehr schön. Einer geht noch. Goldrutentee, Kleber 3 Stück. 70 vielleicht nicht, aber 40. Das Ganze dauert wahrscheinlich länger als diese, ja, so 10 Minuten. Goldrutentee können wir uns dann auch nochmal ansetzen. So,
So, wie sieht's denn hier aus? Können wir mittlerweile unsere Kisten anmalen? Ich glaube, das ging so. Ah, sehr schön. So, so. Moment, und jetzt? Wie komme ich aus dem Menü wieder raus? Ah, so. Ne, das war löschen. Ah, richtig. Ohne Farbe ist schlecht zu malen. Könnte man sich aber auch denken. Das kostet uns eine Farbe. Ist sehr schön. So, dann das nächste haben wir. Das hier, das ist gut, Sprengstoff oder Waffen, sei es so. Dann die First Aid Kiste. Die hier. Oh ja, können wir eigentlich beidseitig bemalen. Dann machen wir da mal ein Waffensymbol draus. Falsche Taste. So, dann für Nahrung nehmen wir das. Wieder falsche Taste. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cool, es gibt eine Zielscheibe. So, dann hier noch oben drauf. Gibt es ein Symbol für Klamotten? Wieder falsche Taste. Ich werde nicht mehr. So, was nehmen wir denn für Klamotten? Cold Beer? Nein, danke. Gibt es nicht sowas wie ein Spind? Sehe ich zumindest jetzt nicht. Ne. Okay, dann nehmen wir für Klamotten nichts. Einigen wir uns auf nichts. Okay. Dann hätten wir das auch. So, dann können wir erstmal was trinken. 97 bereits, ne? Das läuft doch wenigstens. Wenn ich wieder bei 100 Gesundheit bin, dann können wir einfach so tun, als wäre ich nicht gestorben. Diese 1 hier unten, die können wir einfach ignorieren. So, Metall einschmelzen allerdings noch ganz gut, wenn wir schon mal dabei sind. Einschalten bitte, danke. So, 50 haben wir davon. Dann bauen wir uns eine Axt, eine neue. Das kommt hier rein. So, als nächstes ist genau der Kleber. Wir brauchen geschmiedetes Eisen, Rohr, Kleber und Leder, glaube ich, war es. Für die Armbrust, genau. Allerdings schauen wir erstmal auf die Skillpunkte. Ab Level 20, wir sind Level 14, das wird noch eine ganze Weile dauern. So, wir haben 1.21 Uhr. Dann machen wir uns so hier ran und stacken mal unsere Klamotten zusammen, dass hier auch wieder ein bisschen Platz wird. Wobei, noch hätten wir den Platz sogar. Das ist Jersey, doch genau die gleichen. Die ist nicht doppelt hier. So, lohnt sich davon irgendwas anzuziehen? Minus 3 Grad, wir haben plus 2 Grad, die behalten wir. 12 und plus 1 Grad, 13, die sind besser, aber die können wir eigentlich ganz machen. So, dann geht's weiter. Und zwar bräuchten wir jetzt dann Pfeile. Haben wir noch Federn? Nein, haben wir natürlich nicht, außer 13 Stück. 13 Bolzen werde ich allerdings nicht sehr weit kommen. Oh, wir hatten hier anscheinend unsere Kiste für den Händler. Gut, sei es so. Gut, bringt erstmal nichts. Lagern wir erstmal so ein. Das Zeug kann auch wieder zurück. Beziehungsweise hier können wir weiter einschmelzen. Okay, ich würde sagen, diesmal beenden wir die Folge hier nachts.
In der nächsten Folge, also wir werden jetzt dann direkt hier weitermachen, wie jedes Mal. Noch höre ich keine Zombies. Wir werden dann wahrscheinlich noch nachts runtergehen und mal anfangen, ein bisschen zu farmen. Bier haben wir mittlerweile. Diesmal vergesse ich es nicht. Und unser restliches Zeug, was wir hier an Pflanzen haben, werden wir auch noch einpflanzen. Und dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.